Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarotkartenlegung für die 9. Kalenderwoche. Die Woche, die ja am 26. Februar beginnt und bis zum 3. März geht. Wir haben in dieser Woche abnehmenden Mond und das bedeutet so ganz im Allgemeinen, dass die Energien entspannter werden und zur Ruhe kommen. Lieber Stier, wir wollen uns in diesem Video ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten uns zu so sagen. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen ansehen, wie die Woche für Stier werden wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Ich bin schon sehr gespannt. Was haben wir hier? Der Narr und die Hohepriesterin. Ja, sehr interessant, ne? Sehr interessante Kombination. Der Narr spricht von einem Neuanfang in deinem Leben, dass du etwas Neues in deinem Leben entdecken wirst und dass sich etwas Neues in deinem Leben entwickeln wird in dieser Woche. Ja, und du kannst hier im besonderen Maße auf dein inneres Gespür hören, denn die Hohepriesterin wird dir einen guten Zugang zu deiner inneren Stimme also geben. Deine Intuition ist dadurch einfach sehr viel stärker, ne? Und du hast schon den richtigen Riecher für das, was jetzt gut in deinem Leben ist, ne? Was sich hier zeigen soll. Dieses Neue hat wirklich viel Potenzial und du solltest neugierig und aufgeschlossen sein gegenüber allen Dingen, die dir in dieser Woche begegnen und auch deine eigenen Ideen, die sich in dieser Woche entwickeln werden, sehr ernst nehmen, ne? Denn daraus kann etwas ganz Besonderes werden. Aber durch diese starke Intuition in dir selbst wirst du das schon genau wissen, du wirst das schon genau ahnen. Also es ist wirklich eine sehr schöne Energie. Die Hohepriesterin ist auch eine sehr emotionale Karte, die es dir ermöglicht, auch so ein bisschen freier alles zu gestalten. Spontanität, Freiheit, das sind jetzt auch Dinge, die in dieser Woche für dich eine Rolle spielen. Und du solltest hier wirklich auf deine Gefühle hören, ne? Und tun, was dir so in den Sinn kommt. Vielleicht auch selbst mehr kindliche Energie in dir aktivieren und einfach, ja, etwas Neues ausprobieren, einen neuen Weg gehen als sonst, mehr Leichtigkeit im Leben finden. Aus deinen Gewohnheiten auch herausbrechen. Also das könnte wirklich sehr, sehr spannend sein. Und wir schauen mal. Wow, hier ist nochmal der Narr, ne? Das ist die gleiche Karte hier. Und betont diese Energie. Ja, der Narr ist Luftenergie und das kann auch manchmal für dich zu einem gewissen Konflikt kommen. Für manche kann das auch sehr gut sein, dass die Situation etwas zu chaotisch ist, ne? Und ihr das Gefühl haben werdet, dass ihr so ein bisschen im luftleeren Raum seid, ne? Weil wo der Narr ist, das ist die Null, da ist einfach noch keine Struktur. Du bist hier total offen und frei, was du mit dieser neuen Situation machst, aber es könnte sich für den einen oder anderen von euch wirklich sehr unsicher anfühlen, so als hättet ihr keinen Boden mehr. Aber das ist ja nicht so, ne? Ganz im Gegenteil, solltet ihr dieses neue Kapitel mit offenen Armen begrüßen, ne? Und schauen, das große Ganze dahinter erkennen. Ne? Natürlich bleibt es nicht so. Natürlich bleibt es nicht so, dass alles ungeordnet ist. Es wird sich automatisch eine neue Struktur entwickeln, weil Veränderung und Wandel gehören zum Leben dazu. Und diesbezüglich solltet ihr auch darin vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Ne? Dass ihr selbst auch zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen treffen werdet, ne? Die richtigen Handlungen zeigen werdet, die euch wieder zu einer neuen Struktur führen. Und vor allem hat diese Zeit etwas ganz Produktives. Ihr seid in der Lage, in einen Aspekt eures Lebens und vielleicht für manche sogar das gesamte Leben, ne?
hier wirklich etwas ganz Neues zu schaffen, ein neues Kapitel aufzuschlagen, ne? Und ihr seid frei darin, mit was ihr dieses neue Kapitel befüllen wollt. Manche von euch sind in dieser Situation, weil in der Vergangenheit etwas Verletzendes passiert ist. Man sieht hier vielleicht so die Tendenz von Herzschmerz, ne? Unter denen ihr aktuell leidet oder Trauer, Verlust. Gleichsam deutet diese Karte aber auch Heilung diesbezüglich an, ne? Dass ihr gerade im Begriff seid, dies alles zu verarbeiten und auch neue Kraft zu schöpfen, Heilung zu finden, um eben ein neues Kapitel in eurem Leben zu beginnen. Vielleicht kommen in dieser Woche, es ist eine sehr geistige Woche, mit wo euer Intellekt, eure rationalen, eure Gedankenwelt einfach sehr stark ist, ne? Und es könnte durchaus sein, dass ihr bezüglich dieser Erfahrung, ne, auch einige Einsichten machen werdet, die auch schmerzhaft mitunter sein könnten, aber gleichsam einen heilenden, einen reinigenden Effekt haben. Ne? Ihr solltet hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und vor allem euch selbst vertrauen. Ne? Und auch die Kreativität, die Produktivität, das ganze Potenzial, was diese Zeit auch in sich birgt, erkennen. Und auch wertschätzen, ne? Also, da wird einiges sich bald in euren Leben verändern. In der Vergangenheit eine Königin der Scheiben. Und die Königin der Scheiben ist hier eine Personenkarte, die auf das Element Erde verweist. Und es könnte eben ein Stier sein, wie ihr, Steinbock oder Jungfrau. Oder diese Karte deutet wirklich auf euch. Das könnte auch sehr gut sein. Die Königin der Scheiben ist eine gereifte Persönlichkeit, ne? Kann auch eine männliche Person sein. Eine gereifte Persönlichkeit, die bereits viel erreicht hat im Leben und das auf das Erreichte auch sehr stolz ist, sich auch so ein bisschen auf diesen Erreichten erholt, ne? Es genießt, aber auch sehr wertschätzt, es bewahren möchte. Eine Person, die oft auch zu Wohlstand bereits gekommen ist. Und viel emotionale Stabilität auch besitzt, ne? Die wirklich, eine Person, die wirklich so zur Ruhe gekommen ist, mit Weisheit auch ausgestattet ist. Es könnte sehr gut sein, dass ihr in der Vergangenheit mit so einer Person zu tun hattet oder dass es in der Vergangenheit einen Umstand gab, wodurch ihr selbst eben diese Königin der Scheiben wart. In manchen Legungen spiegelt die Königin der Scheiben auch ganz allgemein einen stabilen Beziehungspartner wider. Einen stetigen Freund, eine treue Freundin, eine Vater- oder eine Mutterfigur. Kann es auch sein. Diese Person hatte viel Stress. Diese Person hatte es auf der Arbeit vielleicht oder auch im Privatleben mit Konkurrenz zu tun oder mit unterschiedlichen Meinungen. Und das war der Stress, ne? Also irgendwie gab es hier einen Konflikt, der aber lösbar war, der von dieser Person womöglich auch sogar gelöst wurde. Aber das war nicht unbedingt einfach oder entspannt, ne? Aber es hat halt schon dazu geführt, dass diese Person Frieden geschaffen hat, ne? Und für mehr Liebe in ihrem Leben gesorgt hat, ne? Mehr die Verbindungen zu den anderen Menschen erfahren hat und vielleicht die Verbindung zu einer ganz besonderen Person, ne? Diese Person, es könnte sein, dass diese Person, diese andere Person Probleme hatte, Stress hatte und die Königin der Scheiben hat versucht, die Probleme dieser Person mitzulösen. Oder hat sich auf jeden Fall auch mitverantwortlich gefühlt oder mitbetroffen. Hat hier sehr viel Verständnis gezeigt,
hat hier friedlich eingewirkt, was eben doch zu einem schönen harmonischen Zusammensein geführt hat. Ne? Die Liebe zeigt sich hier. Es hat zur Liebe geführt. So gesehen ist doch alles, also ist vieles sehr, sehr gut gelaufen. Ja, jetzt kommen die Dreier. Es ist auch ein aufbauender Prozess, den ich hier sehe. Das mindert auch meine Überlegung hier, dass das ein alter Schmerz ist. Und bei dieser Karte geht es auch um Erkenntnisse, ne? Und dieser Aspekt der Erkenntnisse tritt hier für mich immer deutlicher eher in den Vordergrund, ne? Als die Verarbeitung eines alten Schmerzes. Vielleicht war diese Zeit ein bisschen anstrengend, aber sie hat ja zu einem positiven Ergebnis geführt. Und so ist das natürlich eine Heilungskarte, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass so viele schmerzhafte Erinnerungen kommen, ne? Ich glaube, dieser Effekt ist schon deutlich abgemildert, ne? Vielleicht gab es hier ein paar Konfliktpunkte und man denkt noch über die ein oder andere kommunikative Situation nach, über das ein oder andere Gespräch, ne? Das so ein bisschen nachhallt. Aber ta tatsächlich sehe ich hier die Erkenntnisse und die Heilung, die Reinigung dessen mehr in den Vordergrund. Ne? Und hier sieht man deutlich von 2 auf 3 ist ein konstruktiver, aufbauender Prozess, was ich sehr positiv finde. Sieht mir dadurch sehr vielversprechend aus. Ja, jetzt sind wir bei den Dreiern und tatsächlich sehe ich hier bei dir sehr viel Optimismus, ne? Und das tut hier mit den Narren richtig, richtig gut. Optimismus, Dynamik, Tatkraft, du weißt, was du tust, ne? Du hast hier diese gute Intuition, du hast Dynamik, also ich sehe doch ein recht gutes Vorankommen, ne? Und ich sehe hier auch, dass du durchaus die Möglichkeiten erkennst, die dir der Nahe bietet, ne? Die ganzen vielfältigen Möglichkeiten und dass du das auch dynamisch, tatkräftig und engagiert nutzen möchtest, ne? Nutzen möchtest, hier wirklich an deinem Leben aktiv zu gestalten und das Leben auch, ja, auszukosten. Die drei Stäbe, die reden auch manchmal von Frühlingsgefühlen, von Frühlingsenergie, die dir in dieser Woche bewusst wird. Manche von euch könnten wirklich verliebt sein in dieser Energie, zumindest auch ein Stück weit in das Leben verliebt sein, ne? Ich seh hier doch recht eine wunderschöne Dynamik bei euch, dass ihr nach außen geht und aktiv euer Leben gestaltet. Und ne, diesbezüglich habt ihr einfach wirklich den richtigen Riecher, die richtige Intuition. Ihr könnt euch vertrauen, dass ihr wirklich das Richtige zur richtigen Zeit tun werdet. Ja, und schau mal, es wartet hier, vielleicht zeigt sich das noch nicht in dieser Woche, aber in den kommenden Wochen, es zeigt sich hier ein neues Angebot, eine neue berufliche Perspektive, ein neues Jobangebot oder eine neue Geldquelle, eine neue Idee, um Geld zu generieren. Also es ist auf jeden Fall eine neue Stabilität, eine neue Struktur, ne, die hier natürlich auch sich aus der Energie des Narren entwickeln wird. Es muss sich aber nicht so rein beruflich widerspiegeln, ne? Im Privatleben spricht diese Karte von einer neuen Stabilität, einer neuen Sicherheit. Und das kann eben eine neue Beziehung bedeuten, ne? Eine neue stabile Beziehung. Oder dass ihr innerhalb einer bestehenden Beziehung irgendwas bald vereinbaren werdet, wodurch ihr beide mehr Stabilität bekommt. Ne? Also vielleicht entscheidet ihr euch zu ziehen oder eure Beziehung verbindlicher zu gestalten. Also hier wird schon etwas Neues entstehen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber das ist noch nicht in dieser Woche. Ne? Also das entsteht erst so allmählich.
Auch wenn ihr in einer gewissen Hinsicht an einem Nullpunkt seid, seid ihr in einer anderen Hinsicht am Endpunkt, ne? Oft fallen Anfang und Ende zusammen, ist ja auch klar, ne? Und das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Also der Nullpunkt, auf dem ihr seid, ist halt in der Luftenergie, ne? Und das ist die Ideen, das Geistige. Auf der Erdenergie habt ihr tatsächlich viel Struktur, viel Stabilität und das ist gut, das trägt euch, das gibt euch auch Halt. Ihr seid in einer komfortablen Situation, ne? Und das wird euch in dieser Woche auch bewusst werden. Vielleicht kommt sogar auch Geld rein, mehr Geld, als ihr gedacht habt, ne? Vielleicht zahlt sich hier auch etwas gewinnbringend für euch aus. Und ihr werdet euch auf jeden Fall finanziell abgesichert fühlen, ne? Und das gibt euch natürlich auch mehr Sicherheit, an die Zukunft zu denken und etwas Neues zu wagen, etwas Neues auszuprobieren, ne? Und wirkt sich hier sehr positiv aus, sehr positiv ergänzend. Dieser Aspekt, den ich am Anfang meinte, dass ihr im luftleeren Raum sein könntet, ne, wird dadurch deutlich abgemildert, ne? Und wenn ihr euch doch so fühlen solltet, ne, dann werdet ihr doch recht schnell wieder Aspekte finden, die euch Halt geben in euren Leben. Ne? Also das ist entweder wirklich finanzieller Reichtum, rein materielles oder eine schöne Wohnung, die ihr euch aufgebaut habt oder stabile Familien- und Kreisstrukturen. Ja, die euch einfach ein sicheres Fundament geben und euch diesbezüglich unterstützen, dass ihr hier wirklich euch auf das Neue gut einlassen könnt. Hier die zwei Schwerter, ne? Das ist ein Dek also das ist eine leichte Dekonstruktion. Wir hatten ja eigentlich von 2 auf 3, jetzt sind wir wieder von 3 auf 2. Ja, kann aber auch wirklich sein, dass man hier auch wirklich Zweifel auflöst und innerlich zur Ruhe kommt, ne, in dieser Woche. Ja, vielleicht gibt es hier auch Absprachen und Verträge mit anderen Menschen, die wären sehr begünstigt, ne? Also, wenn es in dieser Woche dazu kommen sollte, dass du einen Vertrag unterschreibst oder mit jemandem vereinbarst, kannst du dich darauf verlassen, dass es fair zugeht, ne? Und dass ihr hier zu einer guten Einigung kommt. Auf jeden Fall sieht man hier, dass du Zweifel auflösen kannst. Eine gewisse Neigung zu Unentschlossenheit. Aber du musst dich auch in dieser Woche nicht entscheiden. Also das ist noch zu früh, um dich zu entscheiden. Also so ein Hin und Her überlegen kann in dieser Woche recht produktiv sein, ne? Also, und da solltest du vielleicht mehr so auf das Brainstormen gehen, ne? Und wirklich alles so durchdenken und mal irgendwie Gedankenspielereien zulassen und eben vielleicht ganz absichtlich so ein Für und Wider in dir erzeugen. So einfach mal alles so zu überlegen. Denn es ist sowieso noch zu früh, um hier etwas Festes zu entscheiden, ne? Und das ist auch mal irgendwie ganz nett. Ah, okay. In deinen Freundeskreis, in deinem Privatleben sehe ich, dass da große Veränderungen auf dich zukommen werden, die du jetzt eigentlich bereits vorbereitest. Ja, tatsächlich sehe ich, seh ich hier doch etwas ganz, ganz Spannendes bald sich entwickeln. Das hat auch hier mit den Ast der Scheiben zu tun. Es könnte wirklich sein, dass du bereits überlegst, mit deinem Partner zusammenzuziehen oder deiner Partnerin oder dass ihr heiraten wollt, ne? Die Entscheidung muss jetzt noch nicht diese Woche fallen, aber vielleicht fällt schon das ein oder andere Gespräch, das ein oder andere Gedankenexperiment in diese Richtung. Vielleicht geht es hier auch wirklich um eine Reise, die du mit jemandem planst, ne? Vielleicht
Gibt es in dieser Woche ein interessantes Gespräch diesbezüglich? Ne? Es könnte dann auch aber auch wirklich eine größere Reise sein, die vielversprechend für dich sich entwickeln wird, ne? Die dir wirklich etwas bringen wird. Also kein Erholungsurlaub, sondern wirklich ein Erfahrungsurlaub. Ne? Etwas Größeres, vielleicht auch länger, ne, über einen längeren Zeitraum. Also hier wirst du bald mit einer spannenden Bewegung rechnen können und auch eine Bewegung, die die Richtung deines Lebens verändern kann, ne, die dich auf einen anderen Pfad führen kann. Und sich halt doch auch gewinnversprechend für dich auswirkt, ne? Also du hast auch etwas Materielles davon. Irgendwie wirst du entweder eben mehr emotionale Stabilität dadurch erlangen können oder eben materielle, ne? Materielle Sicherheit, rein faktische. Ne, dann könnte das natürlich auch irgendwie eine Art Geschäftsreise sein. Aber diese Karte, diese Reise ist schon eher auf das Privatleben gerichtet. Ne? Also das wäre wahrscheinlich nur dann denkbar, wenn diese Geschäftsreise auch eine private Komponente hätte. Ne? Wenn dein Beruf und dein Privates enger als bei anderen zusammen ist. So, ne? Aber das sieht mir hier sehr interessant aus. Das wird aber erst in der Zukunft passieren, ne? Also in dieser Woche ist es eher so dieses Ideensammeln. Du sehnst dich nach einer Prinzessin der Scheiben. Das könnte einerseits bedeuten, dass du dich mehr danach sehnst, die jugendliche Energie in dir selber auszuleben, ne? Dass du gerne diese verjüngende Kraft in dir aktivieren möchtest und diese Seite in dir wieder lebendiger erleben möchtest. Es kann aber auch sein, dass du dich nach einer Person sehnst, ne, die dir sehr ähnlich ist, die wie du diese Erdenergie mitbringt und auch eben gleichzeitig etwas Jugendliches, etwas jugendlich-dynamisches an sich hat. Ne. Kann auch beides gleichzeitig sein. Kann sein, dass du diese Person bereits kennst. Kann sein, dass es eben eine jüngere Variante dieser Königin der Scheiben ist. Kann aber auch sein, dass du diese Person noch nicht kennst und dich so ganz allgemein nach dieser Energie sehnst. Viele dieser Möglichkeiten, die ich jetzt genannt habe, können auch parallel bestehen. Ne? Es ist irgendwie schon, da gibt es schon Wechselwirkungen. Und was wird passieren? Die Neun der Scheiben. Etwas Positives wird passieren, was dein Vorhaben begünstigt, was dich bestärkt, was dich unterstützt. Und das könnte wirklich etwas Materielles sein. Ne? Es hat hier schon genannt und es könnte wirklich sein, dass du Geld bekommst, mit dem du nicht rechnest oder eine Auszahlung erhältst oder ein Geldgeschenk erhältst oder ein Geschenk, welches ja dein Vorhaben irgendwie positiv begünstigt. Ne? Es könnte zum Beispiel sein, dass du gern ein neues Handwerk ausprobieren möchtest. Vielleicht möchtest du das Nähen lernen. Ne? Du kommst hier, bekommst über den Nahen ganz viele Ideen und vielleicht ist eine dieser vielen Ideen halt das Nähen lernen. Und dann schenkt dir jemand eine alte Nähmaschine, ne? Die er nicht mehr braucht. Ne? Das könnte hier zum Beispiel sein. Oder etwas ganz anderes. Scheinbarer Zufall, ne? Ein scheinbarer Zufall, der dich aber begünstigt und dir sagt, ja, jetzt kann ich das machen, jetzt kann ich das ausprobieren, ne? Es ist etwas, was dich begünstigt, was dich bestärkt. Die Neun der Scheiben kann auch manchmal bedeuten, dass man jemand Wichtiges kennenlernt, ne? Durch einen Zufall. Und diese Person hat dann das Potenzial, dass sie dir langfristig, ne, zu mehr Stabilität verhelfen kann. Entweder weil diese Person ein wichtiger Geschäftskontakt ist oder eine wichtige Geschäftsidee für dich hat, oder weil diese Person in der Lage ist, dir mehr emotionale Stabilität zu schenken, mehr Stabilität zu gewährleisten durch eine feste, stabile Verbindung, Partnerschaft, Beziehung, ne? Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine sehr interessante Woche, finde ich. Und es wird sehr lebendig bei dir, ne?
Ja, ich finde halt wirklich, dass das Wichtigste ist für dich wirklich, dich ganz vielen Ideen zu öffnen, ganz viele Ideen in dir zu generieren. Und auch einfach mal so frei raus, einiges davon zu versuchen, auszuprobieren, ne? Ohne hier zu viel davon zu erwarten, denn das wird sich alles dann mit der Zeit zeigen. Und vielleicht besprichst du halt mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder deinem Freundeskreis oder deiner Familie verschiedene Ideen durch, ne? Gedankenspiele über die Zukunft, was alles denn möglich wäre, ne? Was so, und schaust einfach, was da alles so zusammenkommt. Und eine dieser Ideen wird sich dann entwickeln, ne? Was haben wir? Das Ziel ist fast erreicht. Aber ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, was das Ziel ist, weil dafür ist es irgendwie zu früh. Aber vielleicht ist das Ziel, hier eine neue Idee für die Zukunft zu entwerfen. Das könnte vielleicht sein, ne? Ja, lieber Stier, ich wünsche dir auf jeden Fall eine interessante Woche mit eine lebendige Woche, ne? Eine fröhliche Woche einfach. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.